So, ich nehme an, das hier können wir offen stehen lassen. Dann gehen wir mal schauen. So, ab hinunter. Können wir gleich schnell machen. Mit denen von möchte sie nicht reden. Ich glaube, unsere beste Anlaufstation ist erstmal Lady Westbeckett, vielleicht auch Dr. Gebhardt. Dr. Gebhardt konnte sich wohl von seiner Arbeit losreißen. Sonderlich entspannt sieht er aber immer noch nicht aus. Im Gegenteil. Und warum geht er nicht in den Salon? So, mal schauen, ob er was weiß. Dr. Gebhardt, schnappen Sie frische Luft? Oh, das könnte man so sagen. Kennen Sie die ägyptische Königin Nofretete? Ja. Es gibt eine berühmte Büste von ihr. Echt? Erzählen Sie mehr. Nein, tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Sagt Ihnen Guernica etwas? Hören Sie, junge Dame. Ich weiß nicht, was man Ihnen erzählt hat, aber nur weil ich Deutscher bin, muss ich mich nicht für die Verbrechen meiner Regierung verantworten. Verbrechen? Wovon sprechen Sie? Wir haben Befehle befolgt, wie alle anderen auch. Also lassen Sie mich in Ruhe damit. Ja, er war sicherlich im Krieg gewesen. Wissen Sie, wofür das Monogramm AD steht? Was? Ein großes A, unter dem ein kleines D steht. Ja, weiß ich. Albrecht Dürer, lassen oder? Lassen Sie mich in Ruhe, wenn ich es Ihnen sage. Sie wissen es? Es ist nicht irgendein Monogramm, es ist das erste. Albrecht Dürer, ein deutscher Künstler, hat damit all seine Arbeiten unterzeichnet. Er war der erste Künstler, der seine Arbeiten durchgehend signiert hat, und zwar mit Monogramm. Vor ihm war das nicht üblich. Kein Zweifel möglich? Seine Holzstiche wurden und werden milliardenfach in Deutschland gedruckt. Milliardenfach? Jetzt übertreiben Sie aber. Tue ich nicht. Seine Grafiken sind auf den D-Mark-Scheinen. Und was... Es reicht. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Lassen Sie mich nun bitte in Ruhe. Wusste ich auch noch nicht, dass die Bilder von Dürer auf den D-Mark-Scheinen waren. Aber AD, also dass das Albrecht Dürer ist, das hätte ich auch noch sagen können. Ich dachte bloß, dass es eigentlich nicht darum geht, dass es wie ein Monogramm dargestellt ist, also wie das Monogramm von Albrecht Dürer, sondern dass es einfach hintereinander steht. So, aber ist das schon mal gut zu wissen, dann wird es wahrscheinlich ein Rhinoceros sein an der Stelle, könnte ich mir vorstellen. Dr. Gebhardt? Ja? So, da können wir ja auch noch fragen nach Buonarroti oder sowas. Buonarroti. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber... Zack. Versuchen Sie woanders Ihr Glück und lassen Sie mich bitte allein. Danke. Ein äußerst sympathischer Gesprächsverlauf. Ja, den lasse dann mal sein, so wie er ist, den Dr. Gebhardt, und schauen mal, ob wir vielleicht aus anderen Leuten ein bisschen mehr rauskriegen können. Die Baronin ist auch anwesend, das ist aber schön. Aber mit ihr zu sprechen ist gefährlich, denke ich mal, wenn wir sie sowas fragen. Lady Westmacott? Ja? Sie kennen sich doch mit ägyptischer Geschichte aus, Lady Westmacott. Können Sie mir etwas zu Nofretete sagen? Eine Königin, die Hauptgemahlin des Echnaton. Hatte sie so etwas wie ein Lieblingstier? Das war eine seltsame Frage. Ich habe nur gehört, dass Katzen im alten Ägypten sehr verehrt wurden. Das ist richtig. Ich wüsste aber nicht, dass Nofretete eine besondere Vorliebe für diese Tiere hegte. Sagt Ihnen der Begriff Guernica etwas? Warum stellen Sie mir all diese seltsamen Fragen? Ich bin neugierig. Wie soll ich etwas lernen, wenn ich nicht frage? Ich würde ein Buch empfehlen. Interessieren Sie sich für Kunst? Nicht wirklich. Ich interessiere mich mehr fürs wahre Leben, für Menschen. Dann kennen Sie Albrecht Dürer wohl nicht. Dass ich mich nicht für Kunst interessiere, heißt nicht, dass es mir an Allgemeinbildung fehlt. Was können Sie mir zu ihm sagen? Bücher, liebes Kind, Bücher. Daran finden Sie Antworten auf alle Ihre Fragen. Auch auf die dümmsten. Ich wette, Sie wissen nichts über ihn und wollen das nur kaschieren. Ah, Sie wollen mich bei meiner Ehre packen. Leider zu offensichtlich. Vorhin in Venedig habe ich ein Schild gesehen. Buonarroti stand drauf. Wissen Sie, was das bedeutet? Tut mir leid, ich spreche kein Italienisch. Darf ich mich verabschieden? Sie dürfen. Okay, leider hat uns das jetzt gar nicht so viel gebracht. Ich denke mal, Buonarroti, da wird uns dann Kapitän Di Conti helfen können. Mit Baronin von Trebitz wird sie nicht sprechen, denke ich mal. Denn es wäre zu gefährlich, sie zu fragen, zu Sachen, die da auf dem... Die Baronin scheint etwas zu feiern zu haben. Zumindest schüttet sie sich einen Champagner nach dem anderen in die Kehle. Je weniger ich mit ihr zu tun habe, desto besser. Am besten erinnert sie sich später gar nicht mehr daran, dass es mich gab. Wobei ich mir bei ihrem Alkoholkonsum da vermutlich eh keine Sorgen machen muss. Genau, sie lässt sie also vollkommen außen vor. Dachte ich mir fast, gehen wir zu Kapitän Di Conti.
Na, schaffst du es noch? Er schwitzt stark. Geplatzte Äderchen auf den Wangen. Ein süßlicher Geruch. Ich hoffe, die restliche Crew nimmt sich ihren Kapitän nicht als Vorbild und bleibt auf großer Fahrt nüchtern. Hallo, Kapitän Di Conti. Miss Myers, wie schön, Sie so munter zu sehen. Wir haben Sie beim Dinner vermisst. Ich war in meiner Kabine. Es ging mir nicht so gut. Ach, das wird schon werden. Vielleicht wird er uns auch mit Guernica helfen können, denn er war ja selbst im Krieg oder in beiden Weltkriegen, glaube ich, sogar mit beteiligt gewesen, ne? Ein schönes Konzert, nicht wahr? Sie haben ja nur das Ende mitbekommen. Es war ganz wunderbar. Umso seltsamer, dass Lady Westmacott Herrn Kreuzer so in Verlegenheit bringt, finden Sie nicht? Ich kann mir gar nicht erklären, was in sie gefahren ist. Man sagt ihr zwar einen schwierigen Charakter nach, aber das... Und da fehlt mal wieder ein Soundfile. Als ich noch ein junger Matrose war, hatten wir einmal Enrico Caruso an Bord unseres Schiffs. Und der... Ich finde sie faszinierend. Sie hat so viel erreicht, ganz alleine. Lady Westmacott? Oh ja, das ist so. Die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. Wissen Sie mehr über sie? Alles. Ich bin Ihr größter Fan. Was wollen Sie wissen? Alles. Wo kommt sie her? Wer waren Ihre Eltern? Ihr Vater war ein wohlhabender britischer Händler. Ihre Mutter starb bei ihrer Geburt. Sie genoss eine hervorragende Schulbildung, war aber ein einsames Kind, wie man so hört. Ihr Vater war die meiste Zeit des Jahres auf Reisen. Das kenne ich gut. Meinem Vater war seine Karriere auch viele Jahre wichtiger als ich. Das dürfen Sie nicht sagen, Kind. Immerhin bezahlte Ihr Vater für das Leben, das er Ihnen ermöglichte. Hat Lady Westmacotts Vater wieder geheiratet? Ja, eine 15 Jahre jüngere Frau. Sie interessierte sich wenig für das Kind. Sie war eine Art High-Society-Lady. Stand mit ihren Eskapaden häufiger in den Schlagzeilen, als es der Familie gefallen konnte. Und die Schriftstellerei? Wie kam sie dazu? In Interviews erzählt sie immer von ihrer französischen Privatlehrerin, die sie schon als Kind darin bestärkte zu schreiben. Nach einigen Gedichten und Kurzgeschichten begann sie Detektivgeschichten zu schreiben. Mit sagenhaftem Erfolg. Der Rest ist Geschichte. Die Experten streiten, ob sie oder Shakespeare mehr Bücher verkauft hat. Wobei ihr nicht die gleiche Hochachtung entgegengebracht wird. Das ist wahr. Dabei sind viele ihrer Bücher innovativer und außergewöhnlicher, als man ihr allgemein zutraut. Dann tragen sie aber ganz schön dick auf, ja. Und was will eine so betagte Dame in Ägypten? Das kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Sie war viele Male dort, mit ihrem Mann, einem Archäologen. Ist schon lange tot. Ich habe von einem Empfang im Ägyptischen Museum gehört. Ja, für die Augen der Sphinx. Oder jetzt ja nur noch ein Auge. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen extra nach Kairo fahren würde. Sie hält sich von offiziellen Anlässen eher fern. Hat auch nicht am Literaturbetrieb teilgenommen. Hielt sich immer so weit wie nur möglich von der High Society entfernt. Vermutlich wegen ihrer Stiefmutter. Okay, lassen wir also Lady Westmacott jetzt erstmal sein. Stimmt es, dass Sie ein Kriegsheld sind? In zwei Weltkriegen sogar. Das verrät Ihnen etwas darüber, wie alt ich sein muss. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Oh Gott, bloß nicht! Geht es Ihnen nicht gut? Sie sollten sich in Ihrem hübschen Kopf keine düsteren Gedanken über einen alten Mann machen, meine Liebe. Wenn es Ihnen nicht gut geht, sollten Sie vielleicht etwas kürzer treten. Ich befürchte, würde ich kürzer treten, würde mich das umbringen. Sie scheinen mir ein Pessimist zu sein. Fettleber, Asthma, Gallensteine, Gelbsucht, Gicht, Gürtelrose, Hämorrhoiden, Krampfadern, Kreislaufstörungen, Kniebeschwerden, Lungenembolie, Magenschleimhautentzündung, Migräne, Neuralgie, Ohrensausen, Rheuma, Rippenfellentzündung, Thrombose und Verstopfung. Das sind die Krankheiten, die meine Ärzte bei mir festgestellt haben. In mir ist die Hölle. Oh, ich wollte nicht... Das tut mir leid. Verzeihen Sie einem alten Mann. Ich wollte Ihnen keine Angst machen. Schön, das ist voll der Programm. Aber wird Hämorrhoiden nicht eigentlich anders geschrieben? Na gut, egal. Der nimmt ja alles mit eigentlich, ne? Aber gut, der säuft ja auch wie ein Loch wahrscheinlich. Und das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass er eben in den beiden Weltkriegen mitgemacht hat. Naja. Immerhin sind Sie Kapitän dieses schönen Schiffes. Sie konnten mich nicht einfach fallen lassen. Also haben Sie mich dahin geschoben, wo ich kein Unheil anrichten kann. Sagen Sie nicht so etwas.
Dieses Schiff funktioniert ohne mich. Die Crew weiß, was sie tut. Sie braucht mich nicht. Sie will mich nicht. Kapitän! Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich Sie damit belaste. Verzeihen Sie mir. Ich möchte mich noch ein wenig ausruhen. Bald heißt es wieder auf in die Schlacht. Und schon hat er die Maske wieder übergestriffen. Okay, darf ich nochmal reden mit dir? Kapitän Di Conti? Ja, bitte. Gut. Dann wollen wir uns nämlich mal dem hier widmen. Und zwar würde mich erstmal das interessieren. Guernica, sagt Ihnen das etwas? Kein Hafen, den ich schon mal angefahren hätte. Schade. Buonarroti. Das klingt italienisch, oder? Das können Sie wohl sagen. Buonarroti ist der Name des größten Künstlers aller Zeiten. Ach, Michelangelo Buonarroti, den die meisten nur unter seinem Vornamen kennen. Denken Sie nur, ein einziger Mann, ein Italiener, bringt es zur Vollendung in allen drei Richtungen der bildenden Kunst. Sein David ist die bekannteste Statue der Welt. Als Architekt war er ein Genie. Er hat Teile des Petersdoms gebaut. Und als Maler hat Michelangelo die Decke der Sixtinischen Kapelle bemalt. Die Erschaffung Adams. Der Lebensfunke springt von Gott auf Adam über. Eines der bekanntesten Bilder der Welt. Das ist es. Sixtinische Kapelle. Apostolischer Palast? Vatikanstadt. Zu keinem fällt mir ein Tier ein. Ein Tier? Oh, das ist ein Spiel, das ich spiele. Mein Vater hat mir einige Rätsel aufgegeben. Ich muss ein Tier erraten. Und Buonarrotis Adam war der Hinweis? Vielleicht meint er Rom. Der Legende nach wurden die Stadtgründer Romulus und Remus von einer Wölfin aufgezogen. Nein, das ist zu unspezifisch. Hat der Vatikanstaat ein Tier im Wappen? Nein. Und der Papst? Jeder Papst hat ein eigenes Wappen. Beim neuen ist aber kein Tier dabei. Sie halten nicht viel vom neuen Papst, ha? Wer kann das jetzt schon sagen? Aber wie soll er an Johannes den 23. heranreichen? Il Papa Buono haben wir ihn genannt. Den guten Papst. Er ist erst kürzlich verstorben. Was war sein Wappentier? Er war ein Löwe. Und das war auch sein Wappentier. Für eine überzeugte Katholikin könnte Buonarrotis Adam die Eselsbrücke für den Löwen sein. Johannes der 23. wurde wie jeder Papst in der Sixtinischen Kapelle gewählt. Ein Kunstwerk verweist auf ein Wappen, auf dem ein Löwe zu sehen ist. Möglich. Ich notiere mir Löwe. Gut, haben wir also was rausgefunden. Ich nehme an, zu den anderen Sachen, wo wir nichts sagen können, aber wir fragen trotzdem Kapitän mal. Di Conti? Ja, bitte? Kann ja nicht schaden. Kennen Sie Albrecht Dürer? Ja, ein Künstler. Nicht schlecht. Aber natürlich hatte er ja auch seine Schwächen. Zum Beispiel? Vor allem ist er kein Italiener. Das ist Pech. Können Sie wohl sagen. Immerhin hat er mal eine Zeit lang in Italien gelebt. Ich glaube, in Venedig, ne? Was können Sie mir noch über ihn erzählen? Hier an Bord haben sich einmal ein Deutscher und ein Spanier darüber gestritten, wer den Holzschnitt zur Kunstform erhoben hat. Albrecht Dürer oder Alberto Durero? Irgendwann ist ihnen aufgefallen, dass sie denselben Mann meinten. Albrecht Dürer wird in Spanien Alberto Durero genannt? So ist es. Fragen Sie mich nicht, wieso. Okay. Ja, ich glaube, Albrecht Dürer war eine ganze Weile lang in Venedig, auch zur Pestzeit. Und ich hatte mal eine Doku drüber gesehen. Der hat, glaube ich, an einem Großprojekt mitgearbeitet, in dem eine Karte von Venedig gezeichnet wurde, aber nicht irgendwie so, sondern ganz kunstvoll aus einer Vogelperspektive mehrere Kilometer über der Stadt, dann wirklich perspektivisch genau. Also das war echt stark, wie die das gemacht haben. Und Dürer war, glaube ich, auch derjenige, der ein bestimmtes Hilfsmittel zum Zeichnen mit benutzt hatte, und zwar im Prinzip eine Glasscheibe, auf der ein Gitternetz eingezeichnet war, und damit konnte er dann vereinfacht die Perspektiven sich erarbeiten, quasi zum Malen, und konnte dann perspektivisch genauer arbeiten. Also er war ja wirklich auch dafür bekannt, dass er
ganz exakte Zeichnungen gemacht hat von Dingen. Also, dass die wirklich naturgetreu waren quasi. Und da hat er halt auch, da war sehr innovativ, was das Zeichnen anging. Kennen Sie die Nofretete? Ist das die griechische Königin? Nein, sie... Vergessen Sie es. Ich schaue mich mal weiter um. Tun Sie das. So, okay, mit denen haben wir soweit gesprochen. Wir haben noch draußen Herrn Kreuzer. Ich nehme mal an, das wird dann der Letzte sein, mit dem wir noch sprechen können. Kannst du nicht hier in die Richtung gehen? Haben wir mal wieder das Problem mit dem Bildwechsel? Ich möchte mal schauen, ob... Gut, danke. Hier hinten ist aber niemand mehr. Wir gehen trotzdem mal hier hinten aufs Hinterdeck. Aber hier steht auch keiner. Hätte er sein können. Gut, Herr Kreuzer ist weg. Das ist schade. Ich meine, ich mag ihn nicht, aber ich hätte noch gern mit ihm gesprochen.